Hallo und willkommen zurück, ihr Höhenflieger, Abwurfexperten und Zombievernichter. Ich bin mal auf den Turm geklettert. Einen schönen Dachgarten. Können wir bestimmt noch was anderes anlegen. Hier ist der militärische Abwurf. Caution, 4 people left. Naja gut, ich will es ja nicht aufheben. Ich will es ja nur öffnen. Was haben wir denn da? Bogenschützenumwicklungen. Eine Batterie. Und, mit Jerry Zugangsschlüssel öffnen. Schauen wir mal, was sich darin noch befindet. Elektronik vielleicht wieder. Yep. Gab nochmal eine ganze Menge Parcourspunkte. Militärtechnologie. Artefaktressource. Okay. Cool. Verbessern Sie Ihre Werkzeuge mit Militärtechnologie. Gehen Sie zu einem Handwerksmeister, um Ihre Werkzeuge zu verbessern. Werkzeuge verbessern? Na gut, den GRE-Schlüssel werde ich ja nicht verbessern können. Aber meint er dann mit Werkzeugen sowas wie das Fernglas? Dass ich... Ja, tatsächlich. Doch, der Schlüssel könnte... Nee, Stufe 1 von 1. Okay. Fernglas auch Stufe 1 von 1. Okay. Und was anderes habe ich noch nicht. Ah, drüben sind noch weitere Werkzeuge. Okay, das werden dann wahrscheinlich Kletterhaken, Paraglider und so sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Die haben wir ja auch noch nicht. Wie komme ich am besten, am sichersten und so weiter runter? Hier drauf springen. Gut. Holen wir mal Karl aus der Bude hier. Ja, bravo, bravo. Das habe ich ganz großartig gemacht. Ich bin toll. Huldigt mir, verbeugt euch und dankt mir. Pilger, wo sind die anderen? Na, draußen. Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie? Bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Wo sind Jack und Joe? Wo sind Jack und Joe? Sie flohen aus dem Lager, als sie den Kampflärm gehört haben. Ich weiß nicht, was sie planen. Sie sagten, dass sie auf Verstärkung warten. Welche Verstärkung? Das weiß ich nicht genau. Joe sprach von den Abtrünnigen, Überbleibsel der alten Armee, die auf dem Damm an der anderen Seite der Stadt stationiert sind. In letzter Zeit wurden sie am Bazar gesichtet. Und wohin soll ich jetzt gehen? Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Okay, ja, das hat sie mir ja auch gesagt, aber wieso gibt der mir jetzt Anweisung, dass ich den hinterher so... Ja, genau, du ruhst dich jetzt erstmal aus, dir ging es ja sowieso schon die ganze Zeit gut. Dann kann man aber erstmal die Füße hochlegen. Sag, will mir jemand helfen? Nicht? Ja, klar, wer ist das? Du bestimmt nicht. Willst mir nicht helfen. Obwohl ich eindeutig Hilfe brauche. Ich meine, ich brauche sowieso Hilfe, das ist klar. Aber das ist kein Thema für sowas hier. Okay, abwärts, aufwärts. Was sind das hier? Shit. Ah, da muss ich auch aufpassen. Da ist eine Immunitätszone. Beziehungsweise eine Infektzone. THV-Chemikalien. Was? Hey, mal einfach klopfen hier. Aus Jack und Joes kleinem Dorf kommt Lärm. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Ich will mich mit Sophie eigentlich treffen. Ich... Vielleicht lässt er uns dann durch. Dann ist... Nee. Okay. Nee. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. Nee. Ich habe... Ja, ich habe ihr das gesagt. Außerdem, Karl kann ich noch weniger leiden als Sophie. Ich kann ihren Bruder nicht leiden.
Aber sie ist scheinbar doch ganz in Ordnung, von daher habe ich hier mit dem ganzen Scheiß angefangen. Jetzt muss ich das auch irgendwie durchziehen. Scheiße, ich bin zu spät. Sophie! Barney! Bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Okay, mach ich mal Licht an und dann wird hier erstmal fett geplündert. Was denn hier? Noch ein Hammer. Okay, ich muss auch mal schauen. Ich habe bald keinen Platz mehr für weitere Waffen. Die könnte ich dann... brauche ich nicht. Vielleicht mal verkaufen. Perfekt damit. Macht mich alles so sauer. Ich muss Flaschen werfen. Drähte. Auch eine Flasche. Sauer. Sauer. Flaschen werfen macht mich auch sauer. Okay. Was ist denn mit denen? Warum kann ich die nicht durchsuchen? Ja, es ist auch schon wieder so... Naja. Semi-geil, ne? Techland. Ja, den will ich mir auch besorgen, diesen Hemmstoffbehälter. Wo genau ist der? Der oben? Ich hoffe mal, ich finde es. Ich brauche noch zwei Hemmstoffe für eine weitere Stufe. Okay, gehe ich erstmal da hoch. Schauen, ob ich hier lang komme. Die Kiste muss ich wahrscheinlich erstmal knacken wieder, genau. Davon gibt es nicht ganz so viele. Also, Kisten zum Öffnen. Mit Dietrichen und so. Wie im ersten Teil. Und das Ganze ist auch sehr viel feinfühliger als im ersten Teil. Also um einiges schwieriger. Ungewöhnliche Wertsachen. Reis. Ah, okay, da komme ich so nicht rein. Na gut. Schade, da muss ich dann... Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Alles meins, alles meins. Das braucht ihr nicht mehr. Ist alles meins. Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich. Muss ich wohl außen lang? Hey, ich sollte... Soll er sich darüber, oder? Doch, ich soll dahin, dann dahin und dann... Okay, also komplett außen rum. Oh, fallen lassen. Das mache ich gerade mal. Dann werde ich mir das hier nochmal anschauen. Unbekannter Ort. Was denn jetzt hier so? Oh, das ist eine Bäckerei. Ich hätte schon Bock auf so ein Schokobrötchen oder so. Würde ich vielleicht nochmal vorbeigehen. What? Nein, du sollst... Jo, alles klar. Dieses dumme Arschloch. Was ein dämlicher Arschloch. Meine Fresse, ey. Was stimmt mit diesem Vollidioten nicht? Lässt er auf einmal los. Erst hält er sich da am Seil so fest, wie man es... Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass das... Dass man das überhaupt eingebaut hat. So eine Möglichkeit. Allein das ist ja schon hirnrissig. Und dass er dann einfach loslässt... Was gibt's denn da oben? Weiß gar nicht, ob ich das jetzt rausfinden will. Ne, ich will jetzt... Ich will die Mission hier machen. Ist mir scheißegal, was da oben ist. Lass die Leiter hier nochmal runter, dann komme ich hier schneller wieder hin. Achso, da ist wieder ein Abwurf. Ja, okay, den will ich schon haben. Ich will mich auch hier erstmal umschauen noch ein bisschen.
Interessant, dass es hier keine Infizierten gibt. Also auch irgendwie, die sich nicht nach dem Tod verwandeln oder so. Hier geht gar nichts mehr vor, alles gut. Alle tot. Alles ruhig. Ja, endlich. Hemmstoffbehälter. Jetzt hört es endlich auf zu nerven. Was haben wir denn hier? Okay, das müsste ich auch nochmal öffnen irgendwie oder da reinkommen. Wohl von der anderen Seite aus. Gut, wir schauen jetzt erstmal da hoch. Ich wette, ich muss von dem Seil auf das Seil, oder? Kann das sein? Oder komme ich mit dem Seil da hoch? Komme ich mit dem Seil da hoch? Ansonsten muss ich an das, aber wie komme ich denn von da nach da oben? Egal. Vergesst es. Nee, mache ich nicht. Vielleicht brauche ich dafür ein paar Kleider später oder so. Ich mache jetzt die Mission, wie gesagt. Das ist mir gerade zu stressig alles. Das Spiel funktioniert schon nicht so, wie es soll. Sollte. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich hab euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebenmittel. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Bonnie! Bonnie, warte! Okay, Leute, was soll das werden? Ja? Komm her. Gib's mir doch hier drüben. Das sind Banditen vor allem. Das sind keine Bewohner von vom Bazar. Oh. Hühnchen. Ah, jetzt bist du dran. Komm her. Hey, ich hab doch geblockt. Du bist ein Tod. Nein, eigentlich nennt man das lebend. Weißt du, was man tot nennt? Das. Oh, nee, ist halt ein Arschloch, ne? Vor allem einfach irgendwelche Scheiße erzählen. Es ist nichts passiert. Nichts ist passiert. Außer, dass ich denen gesagt habe, dass die Leute tot sind. So, ich habe keinen Namen erwähnt. Ich habe den nicht meinen Kumpel genannt oder was auch immer. Nichts ist passiert. Gar nichts. Ja. Spanner, du. Was ist denn hier drin noch? Gar nichts. Okay. Da standen einfach nur die Leute rum. Aber hier haben wir noch Sachen. Und hier brauche ich dann vielleicht den Weg, um rauszukommen. Mal schauen. Ja, und dann gehe ich erstmal an die Tür. Fuck, du! War ja klar. Ich suche Sophie! Wow! Sophie! Boah, verdammt, hier geht's nicht um dich, Herman! Aus dem Weg! Ah!
Du beschissener Grizzlybär. Na komm, komm. Na super. Ich habe eine Arena-Situation. Und bin fast tot. Und das ist ein Power-Angriff. Herman, gib's auf! Lass mich mit Sophie reden! Wow, Schande. Alter! Ja, ist klar, natürlich. Ey, wie der sich so beschissen mitdreht die ganze und außerhalb seiner Reichweite trifft. Da schon wieder. Okay. Blöder Penner, ey. Ah, ey, was? Das kann einfach nicht sein. Wieso soll ich einem scheiß Angriff ausweichen, der überhaupt nicht treffen könnte? Auf einmal ist seine Keule halt 5 Meter lang. Oriste, Libon. Mir die scheiß Keule da, du scheiß Penner. Dreck. Waterbike-Trikot. Ah, schade, die Keule bekomme ich nicht. Boah, die haben mich jetzt gerade richtig sauber gemacht, also. Fang! Immer da, wo du mich brauchst, ha? Ah, dafür ist das gedacht. Na, zum Heilen war es auch ganz gut, ne? Und auf geht's. Aufwärts geht's. Oh nee, komm. Bahn, wo bist du hergekommen? Mein 6. Sinn, Junge. Ich wusste, du kommst in Schwierigkeiten. Barney wollte dich töten. Das heißt, er verschweigt was. Etwas über Lukas oder Schlimmeres. Was meinst du? Erst der Mord am Commander. Und jetzt die Übernahme des Wasserturms. Das ist kein Zufall, Aiden. Barney versucht schon lange aus dem Schatten seiner Schwester herauszutreten und Villador selbst von den Peacekeepern zu befreien. Ich versuche ihn zu finden. Sei vorsichtig. Ich werde Aitor warnen. Wir bleiben in Verbindung. Okay. Also ja, es gibt jemanden, der das übernehmen will. Barney? Aber das ist nicht seine Schwester. Das ist er. Ah, jetzt kann ich auch hin. Aiden, wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also... Du bist der, der sterben wird, Barney. Du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Bazar in weniger als einem Monat. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Du könntest es versuchen, aber wir können uns gegenseitig helfen. Eigentlich mag ich die nicht.
Peacekeeper waren bisher freundlicher zu mir. Mittlerweile sind die mir ja sowas von scheißegal. Versuch es ruhig. Du tust es ja doch nicht. Sag mir, wer Lucas getötet hat. Der Vollidiot denkt, wir haben es getan. Zeitverschwendung. Schieß. Das ist deine letzte Chance, Sophie. Sag mir, wer Lucas getötet hat, bevor ich diese Tür einschlage. Ich könnte dich hier und jetzt töten. Aber vorerst bist du mir lebendig nützlicher als tot. Wir werden sehen, wie lange das so bleibt. Nö. Also mit dieser Aktion gerade haben sie dafür gesorgt, dass ich wohl den Peacekeepern zuarbeiten werde. Erstmal, bis die mir auch dumm kommen. Ich habe normalerweise... Sie hatten recht. Sophie und Barney wollten mich töten. Ich habe eine Nachricht von Hakon bekommen. Schön, dass Sie heil da rausgekommen sind. Treffen wir uns in meinem Quartier in der U-Bahn. Dann reden wir über die nächsten Schritte. Okay. Ich habe normalerweise meine Vorbehalte gegen solche Fraktionen in solchen Spielen, aber ehrlich gesagt, ja, die fucken mich halt gerade komplett ab, ne? Warum kann ich keine... warum gibt es dann keine Schnellreise? Wäre furchtbar cool. In Spielen sollte es Schnellreise geben. Nicht, weil ich zu faul bin zum Laufen. Aber bei diesem Parcoursystem, das mich so abfuckt. Was ist denn für eine Begegnung? Ab hoch hier. Kann ich mich hier heilen? Funktioniert das diesmal? Nee, schon wieder nicht. Okay, jetzt hat es funktioniert. Okay, gut. Es hat mal funktioniert. Das ist schön. Habe ich das hier schon aktiviert? Nee. Doch, ist doch aktiviert. Gut. Dann weiter hier rüber. Ich mache mich noch zur U-Bahn auf. Quatsch mal noch mit Aja. Weil ich gerade das Problem mit der Nacht bekomme. Das ist ein doofes Problem. Ein Nachtproblem. Guter Plan. Leg dich aufs Maul. Ich frage mich, ob ich jetzt noch in den Bazar komme. Also theoretisch... Ne, ich habe keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Was weiß ich. Die Sachen hier sind ganz wichtig. Mohn auch. Damit kann man sich Regenerationsspray zusammenbasteln. Das hatte ich eben... gesehen. Ich weiß gar nicht genau, wann ich diese Blaupause oder Bauplan oder wie auch immer zum Mixturplan Rezept bekommen habe. The fuck? Ich bin gesprungen, ja. Oder beziehungsweise ich wollte springen. Woran hat er sich jetzt schon wieder festgehalten? Der hing einen halben Meter über dem Boden an einer Kiste, beziehungsweise nee, falsch ausgedrückt. Der hing an einer halben Meter hohen Kiste. Und hat sich irgendwie daran festgehalten. Ich kapier's nicht. Also das Parcoursystem hier braucht eine dringende Überarbeitung. Es ist ziemlich kacke. Treffen Sie Alter bei der U-Bahn-Station. So, da bin ich. Aus mal auf. Und dann bin ich drin. Endlich. Ist dir aufgefallen, wie sehr jeder Lucas jetzt mag? Sie sind hier. Gut. Sie hatten recht. Es war eine Falle.
Sieht aus, als wären sie der Wahrheit recht nahe gekommen. Entweder haben die Lukas umgelegt, oder sie wissen, wer es getan hat. Wir bringen sie zum Reden. Und wie wollen sie das anstellen? Indem ich die Kontrolle über den Wasserturm übernehme. Jack und Joe sind irgendwohin abgedampft. Im Turm sind höchstens noch Nachzügler. Das ist die einzige Wasserquelle in der Gegend. Und wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert Old Villador. Sie wollen ihn also mit Gewalt einnehmen? Das könnte ich. Nachdem die Banditen weg sind, wird der Bazar nun Wachen am Turm aufstellen. Sobald die PKs sich blicken lassen, wird es zu einer Auseinandersetzung kommen. Gut. Aber ich will Ihnen keinen Kriegsgrund liefern. Wenn wir jedoch den Turm heimlich erobern, würden wir Sie vor vollendete Tatsachen stellen. Na, ich soll mich also da reinschleichen. Ja, und die Sprengladungen entschärfen, die Jack und Joe hinterlassen haben. Jeden erledigen, der noch dort oben ist. Aber seien Sie vorsichtig. Der Turm ist das höchste Gebäude in der Gegend und der einzige Weg nach oben wurde abgesperrt. Ich kann's versuchen. Scheint ja wohl gerade die einzige Lösung. Also gut. Los geht's. Wenn Sie das schaffen, haben wir ein massives Druckmittel gegen den Bazar, damit Sie uns sagen, wer der Killer war. Tja, das scheint denen wohl ziemlich wichtig zu sein, herauszufinden, wer der Killer war. Sie haben eine lange Kletterpartie vor sich. Und nachdem die mich so abgefuckt haben, mach ich da vollkommen mit, stehe vollkommen hinter den PKs ab sofort. Ich leg mich jetzt nochmal hin, damit wir in der nächsten Folge bei Tag weitermachen können. Wir haben unseren großen Auftrag, den Wasserturm einnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.